Der größte Teil des Stroms, der bei der Internetnutzung anfällt, würde nicht von unseren Geräten zu Hause verbraucht, sondern von, Drumroll, Rechenzentren auf der ganzen Welt. Die nennt man auch Serverfarmen. Das sind Anlagen, wo unzählige Server zusammengeschaltet sind. Dort werden Webseiten, Videos und Co. gespeichert und bei Bedarf rausgeschickt. Dieses Video zum Beispiel ist auch auf irgendeiner Serverfarm gespeichert und wird gerade von dort zu euch gestreamt. Weltweit gibt es davon ungefähr 8000 Stück. Platz 1 unter den Ländern weltweit haben die USA mit rund 2700 Rechenzentren. Und Platz 2, wenn auch weit abgeschlagen, geht tatsächlich an uns. Yes, Deutschland. Ha, hier stehen bei uns rund 490 Serverfarmen. Und jetzt mal alle festhalten, durch ihren Energieverbrauch produzierten die deutschen Serverfarmen im Jahr 2022 etwa 7,8 Millionen Tonnen CO2. Das sind etwa 5,7 Millionen Kleinwagen oder 4,3 Milliarden Jahre lang jeden Tag Handy aufladen.